Q&A. Christian liest lustige Kommentare, Shopping Hauls und ähnliches. Warum gibt es diese allgemein bei YouTube beliebten Formate nicht auf meinem Kanal? Guten Morgen! Je größer der Kanal wird und umso mehr neue Abonnenten jeden Tag kommen, desto häufiger tauchen immer wieder dieselben Fragen auf. Für die häufigsten sind direkt in der Infobox hier unten die Antworten gepostet. Dieses Video wird dann auch dort zu finden sein, denn der Denker in mir wird mit ziemlicher Sicherheit diese beliebten Formate, die ich eingangs erwähnt habe, nicht bedienen. Der Grund liegt darin, viele dieser Formate haben ihre Basis in monetären Interessen. Oder anders ausgedrückt, was kann ich heute für ein Video machen, wenn ich keine Ideen mehr habe? Wenn ich keine Ideen mehr habe, wenn ich nichts mehr zu sagen habe, dann schließe ich den YouTube-Kanal. Entsprechend dieser meiner idealen Grundlage des Schaffens oder ideellen Grundlage des Schaffens hier auf YouTube nutze ich auch andere Mechanismen nicht mehr und verhalte mich auf YouTube anders als die Mehrzahl der YouTube-Kanäle, weil ich eben eine andere Grundlage habe. Bedeutsamste Änderung in jüngster Vergangenheit ist so das Abschalten der Sichtbarkeit der Daumenfunktion. Nach finanziellen Gesichtspunkten ist eine wahrgenommene Polarisierung durch die Daumen bares Geld, dass sich die Leute dadurch animiert und unterhalten fühlen. Zudem führt eine Abschaltung dieser Funktion auch dazu, dass das als Eingriff in die Komfortzone eines Zuschauers oft emotional gewertet wird und auch tatsächlich so passiert ist, hat ja auch einige Kommentare diesbezüglich. Mein Metier ist nicht die Unterhaltung. Der Denker in mir, der nutzt gern die Vorteile von Unterhaltung. Er nutzt sie. Aber in erster Linie geht es nicht darum, die Leute irgendwie bei der Stange zu halten, was mit Unterhaltung gut funktioniert, und sie in einem Wohlgefühl zu wiegen. Eine gewisse Bindung ist wichtig, eine Reichweite aufbauen ist auch wichtig. Aber meine primäre Aufgabe, die sieht der Denker in mir darin, die Zuschauer gerade so an der Grenze des Wohlgefühls zu halten, dass ich sie noch erreiche, aber sie nicht einfach nur meine Videos in einer wohligen, angenehm zustimmenden und sich ständig wiederholten Szenario quasi befinden, wo nichts passiert. Denn der Denker in mir möchte etwas ändern. Er möchte nicht unterhalten und damit Geld verdienen, um sein Ego ein besseres Leben zu verschaffen. Aber einfach simpel auf Polarisierung gehen, nur um zu polarisieren, was sozusagen der Extremweg in die andere Richtung wäre, das ist auch nicht mein Weg. Das endet nur im Chaos und das bleibt danach an der Oberfläche. Ich habe eine klare Vision, eine ganz klare Vision und schaffe einen Raum dafür. Es sind nicht alle Menschen dafür geeignet, das habe ich auch erkannt. Daher unterliegt dieser Raum, wohinein ich Euch einlade, mein Wohnzimmer, gewissen Regeln, die, wie sollte es auch anders sein, nicht mit gängigen und verstandesmäßig nachzuvollziehenden Richtlinien bewertet werden können, die ich aber trotzdem durchsetze. Die sichtbaren Kommentare gehören zu meinem Wohnzimmer dazu. Sie füllen den Raum. Sie werden wahrgenommen von Menschen, die in diesen Raum hineinkommen. Und daher werden Kommentare bei mir moderiert und auch bewusst moderiert. Intention ist wichtig. Hier gibt es keine Regel, welche Worte sind verboten oder irgendwelche Richtlinien, die man gedanklich erfassen kann, sondern hier gilt die Regel der Intention, der Absicht hinter den Worten. Jemand kann denselben Satz schreiben wie ein anderer. Einer wird nicht zu sehen sein und der andere ja. Auch das fühlt sich für den oberflächlichen Zuschauer unangenehm an, ungerecht. Und entsprechend ist dies unter finanziellen Gesichtspunkten auch wieder ein Punkt, den man anders machen sollte. Aber so sehr ich mich freue, dass ich von YouTube leben bzw. kurz davor bin, leben zu können, so wenig würde ich meine Grundüberzeugung, die ich derzeit habe, und die Intention hinter meiner Arbeit
zugunsten von Geld übergehen. Es ist derzeit nicht möglich, auf einem YouTube-Kanal alle Menschen ohne Restriktion zuzulassen und zu erwarten, dass alle dieselben Werte, die Christian lebt, auch beherzigen und darstellen, diesen Raum füllen damit, nur weil ich so bin. Es würde genauso monetär auch Sinn machen, in einen Raum einen IS-Kämpfer und einen fanatischen Christen einzusperren und dann einen monetarisierten Livestream zu schalten. Die Menschen mögen Skandale, die Menschen mögen Blut und die Menschen mögen sich zu reimen und sich aufzuregen. Partei zu ergreifen. Ich nicht. Mein Bewusstsein und damit auch in Reflexion der Denker in mir weiß, dass die Lösung in der Liebe liegt. Aber dass noch nicht alle Menschen bereit sind, diese Liebe anzunehmen, geschweige denn zu leben. Unsere Gesellschaft ist noch nicht so weit und ich habe mich jahrelang hier auf YouTube überschätzt. Ich kann nur eine kleine Zielgruppe erreichen, die bereit ist, sich wirklich zu entwickeln, die sich nicht unterhalten lassen will, die bereit ist, sich zu entwickeln und für die der Grundsatz der Liebe auch sinnvoll und erstrebenswert erscheint. Ich habe die Verantwortung für was ich aussende. Und trotzdem muss ich beachten, in welchen Rahmen dies geschieht. Es tut meinem Ego weh, dass es nicht so allmächtig ist, wie der Denker in mir es gedacht hat. Aber dieses Verkleinern der potenziellen Zuschauer oder des potenziellen Zuschauerkreises gegen alle monetären Empfehlungen ist ein Zeichen der Demut vor der eigenen Begrenztheit. Wir, die hier wirklich mit Interesse und Liebe zuhören, sind eine kleine Gruppe an Avantgardisten, die sich ständig mit Anfeindungen und Angriffen einer großen konditionierten Gesellschaft auseinandersetzen müssen. Und dafür möchte ich einfach einen ganz kleinen speziellen Raum schaffen. Hier gelten keine für den Verstand nachvollziehbaren Regeln. Ich sage das noch einmal. Ich handle nicht nach Richtlinien, die man irgendwie mit Worten bezeichnen oder bewerten kann. Ich will kein Teil der standardisierten YouTube-Kultur sein, werde das auch nie und bediene mich lediglich der Instrumente, soweit ich das verantworten kann. Gutes Video dazu findet ihr oben in den Infokarten. Da geht es um Clickbait. Ja, auch so ein Drahtseilakt. Ich will keinen Ruhm, ich will auch kein Geld durch YouTube. Jedoch nutze ich beides, um das Ziel einer besseren Gesellschaft durch geistige Evolution zu unterstützen. Punkt, den viele nicht verstehen wollen, Extremisten, Fanatiker oder eben Menschen der Unterhaltungskultur, die einfach Skandale, Hass und Wut als Kompensation ihres eigenen Lebens nutzen. Dieses hier ist ein Kanal für eine kleine ausgewählte Gruppe an Menschen, die sich weder als Elite sehen, noch sich abgrenzen wollen, sondern Menschen, die sich aufgrund der gesellschaftlichen Struktur abgrenzen müssen und dies demütig tun, mit dem Wissen, dass wir alle Menschen Teil eines großen Ganzen sind, dass niemand mehr wert ist als ein anderer und manche Menschen sind eben gut darin, bestehende Strukturen zu erhalten. Große Teile der Gesellschaft und manche sind gut, neue Strukturen aufzubauen. Bloß dafür muss man sich etwas entfernen, muss man sich tatsächlich etwas abgrenzen. Und ja, dafür treffen wir uns täglich hier in diesem Raum, in diesem YouTube-Raum, den ich für euch bereite und den wir alle ausfüllen mit unserer Liebe. Und dazu lade ich euch täglich ein. Und das wollte ich hier einfach mal noch an der Stelle festhalten. Ich möchte einen Raum mit Ruhe und Harmonie, mit voller Liebe, mit Respekt. Ich möchte, dass wir herzhaft diskutieren, gemeinsam lachen und einfach ein bewussteres Leben führen. Und dafür bin ich hier. Bis morgen, euer Christian.